Jesus verlässt mit seinen Freunden wieder die Stadt. Sie gehen in ein kleines Dorf namens Bethanien in der Nähe von Jerusalem. Dort besuchen sie einen Mann. Als sie dort angekommen sind, kommt eine Frau zur Tür herein. Sie hält eine Flasche mit Öl in der Hand. Es ist ein ganz besonderes Öl. Es riecht sehr gut. Die Frau geht zu Jesus, öffnet die Flasche und gießt das Öl vorsichtig und behutsam über seinen Kopf. Als die Freunde von Jesus das sehen, werden sie wütend. Sie sagen: Was für eine Verschwendung! Das Öl ist sehr teuer. Wir hätten es verkaufen und das Geld an die armen Menschen verteilen können. Da wird die Frau verlegen. Aber Jesus sagt: Lass die Frau in Ruhe. Sie hat etwas sehr Gutes für mich getan. Arme Menschen habt ihr immer um euch, aber ich werde bald sterben, und die Frau hat mich dafür mit Öl gesalbt. In Jerusalem versammeln sich zur gleichen Zeit die Mächtigen des Volkes. Sie wollen Jesus gefangen nehmen. Sie denken: Dieser Jesus erzählt, dass für Gott jeder Mensch wichtig ist. So viele Menschen sind um Jesus. Jeden Tag werden es noch mehr. Jesus ist gefährlich für uns, denn die Menschen tun nicht mehr, was wir für richtig halten, sondern nur noch, was Jesus sagt. Wenn Jesus tot ist, dann werden die Menschen wieder das tun, was wir meinen. Einer der engsten Freunde von Jesus weiß, was die Anführer denken. Er heißt Judas. Judas geht zu ihnen und sagt: Wenn ihr mir Geld gebt, dann sage ich euch, wo Jesus ist. Wie viel Geld gebt ihr mir? Sie freuen sich, dass Judas ihnen helfen will. Und sie zahlen ihm 30 Silberstücke.